Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Saison ohne Meister und Absteiger möglich. DFL berät über Absage der Bundesliga. Der DFB beschäftigt sich mit einem möglichen Spielabbruch der Fußball-Bundesliga. Die DFL entscheidet am Freitag über eine sofortige Einstellung des Spielbetriebs in der ersten und zweiten Bundesliga wegen der grassierenden Corona-Pandemie. Wie die Düsseldorfer Rheinische Post am Freitag aus Vereinskreisen erfuhr, beraten Ligaverband und Vereine über eine Absage. Damit würde schon der aktuelle Spieltag, der ohnehin komplett ohne Fans im Stadion stattfinden sollte, ausfallen. Eine Entscheidung soll demnach am Freitagnachmittag fallen. Den 26. Spieltag sollen eigentlich am Freitagabend Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn eröffnen. Schon zuvor war von Seiten des DFB über einen möglichen Abbruch der Bundesliga gesprochen worden. Wir müssen uns mit allen Szenarien beschäftigen, um vorbereitet zu sein, wenn der Fall eintreten sollte, dass der Spielbetrieb unterbrochen oder die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste, schrieb DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius in einem Gastbeitrag im Kicker. DFL-Boss Christian Seifert berät am Montag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Bundesliga-Clubs über das weitere Vorhergehen. Ziel bleibt natürlich, die Saison regulär sportlich zu Ende zu spielen, führte Curtius aus. Das entscheidende Wort aber haben die Gesundheitsbehörden. Diese sollen klare, unverbindliche Entscheidungen treffen. Nach Expressinformationen sollen sich die Verantwortlichen beider Institutionen in einer Videokonferenz bereits intensiv über mögliche Szenarien ausgetauscht haben. Doch würde das ein Abbruch der aktuellen Saison bedeuten? Die aktuellen Tabellenstände wären dann maßgeblich. In der derzeit laufenden Saison 18-19 gäbe es keinen deutschen Meister. Ob noch ein Pokalfinale durchgeführt werden würde, ist unterdessen noch offen. Es gäbe keine Absteiger, stattdessen würde die Liga in der anstehenden Spielzeit 2021 um insgesamt 4 Mannschaften auf die gerade Zahl von 22 aufgestockt, damit keine Mannschaft an einem Spieltag spielfrei ist. Die Teams, die aktuell die ersten 4 Plätze im Unterhaus belegen, würden aufsteigen. Die Mannschaften, die in der Bundesliga nach dem 26. Spieltag für die Champions League und Europa League qualifiziert wären, würden auch in der kommenden Saison an den Europapokalwettbewerben teilnehmen. Am Ende der Saison 20 und 21 werden 4 Mannschaften direkt aus der Bundesliga absteigen, der 5. müsste in die Relegation gegen den Zweitliga-Dritten. In der DFL-Spitze gab es nach Expressinformationen zuletzt andere Pläne. Demnach wird darüber gesprochen, ob man den Geisterspielen fortfährt oder die Liga für rund 2 oder 3 Wochen unterbricht, in der Hoffnung, dass die Viruswelle dann abflaut. Das Ziel, irgendwie die Saison regulär zu beenden. So, das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr von den Plänen vom DFB und der DFL? Was wäre euer Vorschlag, die Saison jetzt glücklich zu Ende zu bringen? Entweder sie zu Ende zu führen oder sie abzubrechen oder zu unterbrechen. Schreibt es mir in die Kommentare, was euer Lieblingsfall wäre. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.